So, und da sind wir auch schon wieder. Drei Wochen später, nee, Quatsch, gleicher Abend, 20 Minuten später. Eine Sorte haben wir noch. Und das ist Typ Salted Caramel Brownie, also gesalzener Karamell Brownie. Ich liebe Salted Caramel. Das ist es. Das ist noch einer von, es waren drei verschiedene Typen. Gab's also zumindest habe ich im Rewe nur die drei gefunden. Also, und da war aber auch schon ziemlich vieles ausverkauft. Falls ihr irgendwas wisst, Saisontyp. Wir klappern jedes Geschäft ab. Ist mir jetzt nur bekannt, Salted Caramel Brownie und Zimtschnecke und Schwarzwälder Kirsch. Ob es noch eine Sorte gibt, weiß ich nicht. Falls ja, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Hundehaare. Und dann versuche ich diese Sorte noch zu erwerben. Aber jetzt geht es erstmal um Müller Milch Season, the Salted Caramel Brownie. Da bin ich auch schon gespannt. Bin ich auch mal gespannt. Sieht schon lecker aus. Ich bin jetzt nicht so der Fan von diesem salzigen Geschmack. Aber total. Hier ist es jetzt genau umgekehrt. Ich mag's gerne. Meine Frau liebt dieses Salted, die kauft sich auch andere Sachen, die gesalzen sind. Alles Mögliche. Das wollte ich schon sagen. Chips, aber Chips sind immer gesalzen. Chips, ja, in Salted Caramel. Aber du hast viele Sorten, wo gesalzen ist. Also du liebst das. Da läuft schon dieses Salted Caramel drüber. Entschuldigung, wenn ich dich du kannst das auch. Aber mir läuft so dieses. Das wirst du sowieso so präsentieren, das ist jetzt dein Getränk. Nee, du redest gerne, also einfach nochmal weiter. Sie mag kein Schwarzwälder Kirsch. Nee. Oh, nicht so sehr, dann habe ich gedacht, so, the Brownie ist eher ihrs. Das ist jetzt dein Video. Nee, so. Das ist unser Video. Also und Shanit, gleich geht's weiter. Mach du das, ja. Ja, und ganz narrisch auf Müller. Die Buttermilch schmeckt und ist wie eine Schönheitskur von Ihnen. Alles Müller oder was? Ja, Gott sei Dank, ich heiße nicht Müller. Aber die Buttermilch von denen, wenn es schön macht. Buttermilch, alles Müller oder was? Nach einem kleinen kurzen Werbebreak sind wir wieder für euch da. Und zwar mit... Immer noch Müllermilch, Salted Caramel. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre für euch nicht mal eine Millisekunde vergangen. Aber komm. Die Müller-Werbung, die ich da eben über... Die Müller-Werbung, die ich da eben übrigens eingeblendet habe, ist aus dem Jahr 1992. Das muss man wohl mal dazu sagen, ja? Geschenkt habe ich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. So. Sieht genauso aus wie... Wie Schwarzwälder Kirsch? Riecht auch ähnlich. Ja, riecht nach Kakao. Es riecht halt nach Kakao, genau, aber eben... Riecht mal ein bisschen kokosmäßig. Das soll wahrscheinlich Salted Caramel sein. Ja, kann sein. Also, salziges Karamell. Bin gespannt. Borscht. Wunderbar. Ja, unser kleiner Malteser. Eigentlich soll er nicht fahren. Aber ich habe so das Gefühl, der kriegt Sommerfell. Nee. Obwohl Malteser ja kein Fell hat, sondern Haare. Aber der hat im Moment extrem. Naja, ich würde jetzt aber auch sagen, ich habe so vor ungefähr 2 Stunden gebadet, geföhnt. Und die Haare, die fliegen halt jetzt. Aber in letzter Zeit finde ich schon, dass er mehr hat. Aber wir sind ja eigentlich hier, um Saison zu reden, ja. Wo ist er überhaupt? Ist gar nicht. Irgendwie ist auf der Couch. Ja. Also ich schmecke da eher Schokolade raus nur. Hm? Wenn man das so ein bisschen zieht, so durch den Gaumen, schmeckt man schon so eine leichte Salznote. Man schmeckt auch Karamell. Hm. Aber auch hier, wie schon bei dem Schwarzwälder Kirschtrunk, muss ich sagen, überwiegt doch der Schokoladengeschmack. Ja. Natürlich muss man auch sagen, auch beim Schwarzwälder Kuchen, als wie auch bei einem Brownie, ist natürlich auch viel Schokolade drin. Aber wenn man dann trotzdem so eine Torte oder einen Kuchen oder ein Teilchen und so isst, dann merkt man trotzdem mehr auch noch von dem anderen. Also, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Willst du weiterreden? Mhm. Nee, ich finde einfach, also, ja, wie er schon sagt, man merkt halt schon so einen leichten Salted Caramel Touch. Aber wenn ich nichts, also wenn ich es nicht wüsste, glaube ich, weiß ich nicht, würde ich überlegen, was ist das? Also Schokolade ist ja sowieso ein ziemlich starker Geschmack, der meistens alles überwiegt. Es ist halt auch nicht schlecht, aber ich hätte mir mehr Karamellgeschmack dabei gewünscht. Also
Man kann es auch hier, muss ich wieder sagen, es ist absolut trinkbar, es schmeckt auch nicht schlecht, aber da gebe ich dir recht, ich habe es jetzt ein bisschen intensiver vermutet vom Karamellgeschmack hier. Oder das ist, die Zähne gezogen. Ist doch ein bisschen lasch, würde ich sagen. Ja, hat sehr, sehr schokoladig. Ich meine, es ist Brownie. Brownie ist Schokolade, aber ein bisschen der Karamell wäre auch halt cool. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der ein ganzes Jahr lang Müllermilch in sich reinschiebt, aber ich kenne natürlich die Grundsorten. Die hat jeder schon mal getrunken. Jeder kennt Erdbeer, Schokolade, Banane, Vanille. Das sind ja so diese klassischen Sorten, die Müller das ganze Jahr über hat. Und ja, wenn ich Müllermilch Schokolade trinke, sowohl der hier als auch der andere, schmecken sehr, kommen denen sehr, sehr nah. Was ist denn deine Lieblings-Müllermilch? Die liebste von diesen drei, die wir jetzt probiert haben, ist für mich Zimtschnecke. Das kam dem Ganzen am nächsten, fand ich jetzt, von den drei Produkten, von dem, was es verkörpern möchte. Sehe ich auch so. Und wie gesagt, ich bleibe allerdings auch dabei, die anderen beiden sind auch trinkbar. Also es ist jetzt nicht, dass dann, oder es schmeckt mir nicht, oder lass lieber die Finger weg. Es ist, wie gesagt, alles eine Geschmackssache. Es hat eine sehr leichte Note und bei dieser Zimtschnecke war es deutlich intensiver. Man hatte viel mehr Zimtgeschmack im Mund, dieser Teilchengeschmack war stärker. Ja. Und hier muss man halt so ein bisschen im Nachgeschmack. Aber wenn ich jetzt eine Reihenfolge vergeben würde, würde ich sagen Zimtschnecke, Schwarzwälder Kirsch und Brownie. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Obwohl ich nicht gedacht hätte, dass mir Schwarzwälder Kirsch tatsächlich schmeckt oder vor Caramel Brownie kommt. Ich meine, es ist halt alles Geschmackssache. Aber so würde ich jetzt so auch meine persönliche Reihenfolge machen. Genau. Also schlecht ist keins von denen. Ich wiederhole mich da jetzt zum 100. Mal. Ich will damit halt nur sagen, es ist alles genießbar. Es schmeckt auch alles nicht schlecht. Aber ich bleibe halt dabei, es könnte ein bisschen mehr Wumms haben für mich. Manche sagen vielleicht, nee, gerade gut so, ne, dass es eben nicht so kräftig ist. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr Wumms. Ich gern mehr Karamellgeschmack. Und nicht nur Kakaogeschmack, sondern ein bisschen kräftiger das Ganze. Im Aroma von den anderen Zutaten auch so, dass dieses Brownie-Gefühl rüberkommt, dieses karamellige, bisschen mehr Feuer. Das galt auch eben für den Schwarzwälder, obwohl da war es noch nicht so stark. Also ich finde, der hier ist am schwächsten im Aroma von. Er hat das stärkste Schokoladenaroma und die anderen Aromen kommen halt nicht so richtig durch. Nein, ich weiß nicht, ob es absolut ist. Du hast ein bisschen Salzgeschmack im Mund, aber. Das ist ja nicht das Problem. Karamell fehlt mir hier eindeutig ein bisschen mehr. Karamell müsste da noch rein. Ansonsten auch nicht schlecht. Alles genießbar und wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Und ja, wer Müllermilch kennt und gerne Müllermilch trinkt, der macht mit allen drei Sorten nichts verkehrt. Und man sollte es auf jeden Fall mal probiert haben. Jo. Beeilt euch, weil es sind Wintersorten. Wir sind mal wieder sehr spät dran, aber es ist komplett an mir vorbei. Ja, wir machen ja auch keine Werbung dafür, wir wollen es einfach nur probieren. Ich habe jetzt einfach Bock drauf gehabt und möchte euch einfach nur mitteilen, wie es uns geschmeckt hat. Genau. So, okay, dann das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Und wir würden uns freuen über ein Like und noch mehr über ein Abo. Jetzt kommt wieder dieses Betteln für Abos und so, aber wir freuen uns wirklich über jedes Einzelne. Also, ja, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Tschüssikowski.